Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu den Crafties und ja, ich finde, für den Augenblick entwickelt sich die ganze Sache ziemlich gut. Wir können uns das mal angucken. Also ich habe hier mein Häuschen schon ein bisschen umgebaut, die ganzen Kisten weg und ja, sozusagen den Verkaufsstand vorbereitet. Aber ich glaube nicht, dass es jemand kauft. Also wir haben jetzt hier gebratenen Fisch und da sind die Hühnchen drin. Und ja, bisher ist nichts verkauft. Hier gibt es einen schönen Kuchen. Ja, so, manchmal liegen ja so Kekse rum, wenn man irgendwie in den Laden geht. Und ja, meine Karte, die muss noch erweitert werden. Und hier unten ist ein Buch, da steht dann drin, wie das geht, ja, dass man das halt hier einfach so austauscht. Was ich aber wirklich sagen muss, hier diese Angelfarm, die macht sich wirklich bezahlt. Also die funktioniert ziemlich gut. Ich habe jetzt hier so eine Angel, die ja, unendlich ist, ja, durch Reparatur. Also die XP, wenn man Fische fängt, die geht halt da in die Reparatur. Und ja, was man hier so fängt, ist halt jede Menge Fisch und natürlich aber auch Bücher zum Verzaubern. Und da ist, das ist, glaube ich, der Hauptnutzen. Also man kann halt jetzt seine Gegenstände direkt verzaubern. Möglicherweise ist das ein bisschen teurer, also XP-stufenmäßig. Andererseits verschwendet man halt nichts für unnütze Zauber am Zaubertisch. Also es dauert halt ewig. Also als ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich wahrscheinlich 5, 6 Äxte gehabt, bis man eine Behutsamkeit hatte. Also von daher, glaube ich, spart man dadurch schon. Also ich mache das mal. Ich mache das. Und Effizienz kommt damit drauf. Und dann hätte ich noch gerne eine mit Glück. Allerdings habe ich bisher nur Glück 2 und vielleicht kann man zweimal Glück 2 irgendwie kombinieren. Ja, und dann nochmal Effizienz für Effizienz 5, dann, wenn es soweit ist. Aber ich würde eben jetzt auch erstmal mit 4 arbeiten und blöd ist, dass hier Reparatur und Behutsamkeit auf einem ist. Also Behutsamkeit ist schon mal ziemlich cool. Wir hätten es aber auch mit Schärfe zusammen. Hier hätten wir es mit Band zusammen. Naja, ich glaube, ich mache das jetzt trotzdem erstmal. Das wird schon irgendwie hinhauen. Und ich brauche unbedingt, also das soll wirklich temporär sein. Man sieht schon, die Kisten sind alle voll, alle durcheinander. Und das kann ich irgendwie gar nicht ab. Also, das muss besser werden. Also wir brauchen ein Haus. Und auch, dass man hier seine Arbeiten nicht neben den Kackern den Hühnern macht. Aber es geht gut. Also auch das funktioniert. Oh, das ist gerade... Naja, egal. So, dann gucken wir mal. So, die hier. Also machen wir Behutsamkeit und Reparatur drauf. Das kostet halt 6. Ne? Das sind sozusagen zwei Zauber sozusagen. Zweimal Stufe 3 Zauber. Alles okay. Und dann machen wir Effizienz 4 drauf. Kostet nochmal 5. Und ich glaube, das reicht mir tatsächlich erstmal für diese eine. Und da wir jetzt dann mit Behutsamkeit abbauen, brauchen wir natürlich dann irgendwas, um das dann auseinanderzunehmen, sozusagen. Die Blöcke, und da kommt halt jetzt Glück ins Spiel. Haben wir das noch irgendwo drauf? Nee, tatsächlich ist das jetzt das Einzige. Das ist halt 4. Ja, das ist schon in Ordnung. Achso, man hätte vielleicht einen Namen festlegen können. Kann ich aber dann bei der nächsten. Also das wäre ja auch... Oh, das muss auch mit Effizienz noch verzaubert werden. Nehmen wir das, weil Stärke 4 können wir dann nochmal auf den Bogen zaubern. Und dann nennen wir die, keine Ahnung, mit irgendwas mit Glück, ja, so Lucky Luke vielleicht. Ja, heißt die so. Okay. Genau, damit können wir dann die Dinger auseinandernehmen. Die Strategie ist, du gehst vor, du gehst jetzt da rein und klasse. Machst ja. Die Fackeln da hin. Für die Zuschauer, okay. die es noch nicht gesehen haben, hallo, das ist der Energy Rack. Und ihr macht jetzt hier den Mob-Spawner sicher. Wie? Ist ja gar keiner da. Okay, das war natürlich unerwartet. Ja, super einfach. Hier unten ist ein Creeper. Der hat ein Ei, ein Zombie mit einem Ei. Der wird vielleicht auf uns werfen wollen. Sowas gibt's auch. Genau. Okay, also der Mob-Spawner ist ausgeleuchtet. Ach, herrje, was haben wir denn hier in der Kiste? Oh. Mit eiserner Rüstung, ah, das ist interessant. Ah, Melone finde ich ganz interessant. Das nehme ich mal mit. Ich nehme mal so eine Schallplatte. Ich brauche immer ganz viele. Wofür sind die Schallplatten gut? Du kannst hier so einen Plattenspieler bauen. Du brauchst einfach nur einen Diamant in der Mitte und dann irgendwie so Holz drumherum, glaube ich.
Also so Holzbretter und dann kannst du dir so einen Plattenspieler bauen. Ne? Und was spielt er dann für Musik? Ja, je nachdem, was du für eine Schallplatte einwirfst. Okay, na dann, wie wollten wir es machen? Wir wollten, glaube ich, wir wollten die in der Luft spawnen lassen. So irgendwie. Und hier unten drunter einen Wassereimer auskippen, nehme ich mal an, dass die dann irgendwie weggespült werden. Und soweit ich weiß, spawnen die im Umkreis von 9 Felder. Ich glaube 16 waren es. Ich hoffe, es ist richtig. Wohin du das Ganze spülen willst. Also ich schätze mal jetzt Richtung Osten von hier aus. Du bist jetzt da oben, ja genau, Richtung Sonnenaufgang. Ja, mal sehen, ich weiß nicht, auf der Höhe vielleicht so einen Eingang haben, also dass man hier so einen kleinen so The Kill Room. Ja. Man geht hier rein und dann da drin werden die gesammelt. Also nicht, ich würde die nicht rausspülen hier ins Wasser, sondern... Nee, das meinte ich auch so, aber dass man halt hier irgendwo Richtung Ufer kommt, weil... Man kommt aus dem Dorf so einen Weg lang und eine Brücke hier rüber und dann hier drüben den Eingang und dann sind da, dann warten da die Zombies auf einen. Die Frage, die mir jetzt noch bleibt, wie willst du die hier aus dem Spawn-Bereich rausspülen? Weißt du? Das ist ja jetzt erstmal etwas. Ah, okay. Verstehe. Meinst du, wenn ich. Also, so, ja. So, und dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich müssen wir hier schon wieder eine Stufe reinmachen. Zeig mal. So tief. Warum eigentlich? Hä? Ach so, ich sehe schon, was du gemacht hast. Ja. Naja, du musst den Wasserfluss halt irgendwie in die richtige Richtung dirigieren. Aber jetzt funktioniert das alles. Guck, du kannst dich irgendwo reinwerfen und du wirst auf jeden Fall hier, hier reingeschwemmt. Okay. Und jetzt nur bis da, okay. Und dann, ach so, ich verstehe. Und du willst dann halt hier, ja. Genau. Ja, das ist kein Problem. So, nur einsammeln hier. Irgendwann, TM, wird es mal richtig hübsch. Oh, schön, der Zappenduster halt draußen. Gelben. Für Trademark? Ja, dieses irgendwann, ne? Man macht es halt irgendwann mal so. Aber wir haben noch Zeit, wir machen doch 100.000 Folgen. Das letzte Mal hatte ich total das Problem, dass ich zu meinem Haus zurückgerannt bin und dann ist alles explodiert um mich herum. Diesmal bin ich schlau und laufe zu einem Haus von einem anderen und dann... Explodierte alles rundherum, oh nein. Das ist mir dann egal. Nee, ich lieg im Bett. Oh nein, ich kann nicht ins Bett, weil die Leute Monster zu nah sind. Du musst es reparieren. Wäre es unhöflich, jetzt einfach mal zurückzugehen, weil ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was du da noch vorhast. Ist okay. Ich stehe da nur rum und guck dir zu. Also du weißt ja, wenn du dann einfach so weit bist, dann klopp einfach die Fackeln von dem Spawner in der Mitte. Und ja, womöglich auch noch die drumherum, ne? Damit es schön dunkel ist da in dem Mittelbereich und dann spawnt da mal ein paar Sekunden was. So sollte es ja sein, ne? Ja, genau. Also erstmal vielen Dank für die Hilfe. Ich hole mir erst noch ein bisschen Glas und mach das hier rundum dicht. Wir haben es jetzt hier richtig schön dunkel gemacht, damit hier auch kommen schon die ersten dreimal Kundschaft. Man könnte das fast ein bisschen größer machen, aber das kommt schon. Das geht da auf jeden Fall schnell genug rein. Da sind die nächsten drei. Ja, ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt waren, aber gucken wir mal. Auf jeden Fall genug. Und naja, man bräuchte, glaube ich, ein Schwert, das ein bisschen noch schärfer hat. Das dauert hier ein bisschen zu lang. Oder man macht irgendwas, dass die so kurzfristig einmal auf dem Weg hier runter mit dem Kopf durch Lava gehen. So, also das könnte ich mir noch vorstellen, dass man an so einer Stufe, wo sie runterfallen, da noch ein Packen Lava hinmacht, damit die hier schon ein bisschen Schaden nehmen. Probiere ich aus, werden wir sehen, wie dann das Ergebnis aussieht. Willkommen in meiner Höhle. Ja, hier unten habe ich mal schon ein bisschen was ausgehoben und ein bisschen Licht gemacht hier mit Laternen und so weiter. Das ist hier ein Schleim-Chunk. Also soll es zumindest sein. Bisher ist noch keiner gespawnt, weil ich immer in der Nähe war. Und
Der Diagonale hier, der ist auch ein Schleim-Chunk. Und ich will die eigentlich schon miteinander verbinden. Und das macht sich, glaube ich, ziemlich gut, weil überall sind Diamanten super. Hier brauche ich nicht so viel ausheben. Da Diamanten, da hinten. Und Ennard, der in seinem Berg baut, der sagt die ganze Zeit, oh, ich habe nur einen Diamanten. Ich glaube, der ist nicht tief genug. Verlaufen, verdammt. Ich meine, ich weiß die Richtung ungefähr, aber ich finde den Weg nicht mehr. Ich wollte rundherum die Höhlen frei machen, damit hier keine Monster spawnen und möglichst viel Platz verleibt für den Schleim. Wegen Monster-Count 70 oder ach, keine Ahnung, was hier das Maximum ist. Total blöd. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Alles sind nur noch Sackgassen. So, ich grab mich jetzt einfach wieder zurück. Ich hoffe, dass ich in die richtige Richtung gehe. Meine Idee ist ja mal da, wo Lava ist, da sind auch Diamanten. Das gehört irgendwie zusammen. Ha! Puh, ach hier! Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber okay, ich dachte, ich komme irgendwo von da. Ich bin hier oben losgegangen und habe erforscht und dann, naja, okay. Ja, dann können wir in die Richtung noch gehen und in die. Und natürlich habe ich mich geirrt, ja. Das hier ist überhaupt nicht der Schleim-Chunk, also der hier, ja, der da nicht. Sondern wir müssen hier in diese Richtung, ja, okay. Und hier ist natürlich keine Höhle, ja. Da habe ich alles freigegraben, aber es ist viel Kies. Und da habe ich natürlich hier neulich was gelernt. Ne? Das finde ich eine ziemlich coole Sache. Einfach hier so Fackel drunter, pff, geht alles kaputt. Ja, braucht man nicht wegbuddeln dann irgendwie mit dem Spaten. Finde ich super. So, fertig. Okay. Und ja, stattdessen kann das hier drüben ja mein Rohstoffraum werden oder so. Irgendwas, wo ich die Sachen hinstelle, die ich mit Behutsamkeit abgebaut habe. Und dann einfach so mit dem... mit der Glückshacke dann abbaue. Ich glaube, das ist so ganz okay. Und wo ist er? Lucky Luke. Hier. Ja, den baue ich dann ab. Gibt es ein bisschen mehr von und außerdem geht der nie kaputt. Kann man ein bisschen XP sammeln. Man kriegt halt mehr Rohstoffe raus. Das finde ich ganz in Ordnung so. Glaube ich, so machen. So, ich habe ein bisschen Zeug besorgt. Ich hoffe, Liriax nimmt mir das nicht übel. Das ist ja sein ausgeliehener Kaktus. den brauche ich aber jetzt noch nicht, sondern ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich hier oben den Golem reinbekomme. Und ich glaube, das war so, ich muss nicht, aber ich kann Slabs benutzen, damit das nachher gut aussieht. Ja, vielleicht, machen wir das schon mal mit dem Zaun, dass der dann nicht verschwinden kann, wenn der hier runterfällt. Also einmal so rundherum. Nein, der ist nicht runtergefallen. Ist ja so groß. Der scheint so... Oh, jetzt bin ich hier. Ja, guck nicht so. Du sollst hier rein. Mann. Ja, also ich versuche es jetzt nochmal ein bisschen schlauer zu machen. Ja, also wir versuchen es nochmal klein. Also das sieht irgendwie komisch aus da drüben. Ich denke, das muss eigentlich nur so groß sein. Und dann Säule hoch. Mal gucken. So, und dann hier und da soll der hin. Gucken, ob das schon reicht. Jawohl. Ja, so einfach kann es sein. Was macht der denn da? Was ist das für ein Ferkel? Ist das Erdogan? Du, ey. Hör auf damit. Du da. Oh. Nicht, dass jetzt explodiert. Ist ja sauer. Naja, und so sieht es jetzt aus. Also hier, das kriege ich nicht repariert, leider. Der macht sich da zu dick.
der kleine Golem. Aber hier ist dann alles schön gewesen. Ja, man muss einfach da oben ein bisschen Platz lassen und kann da nicht mit Slabs arbeiten. Und ja, alles ist gut. Hier steht der Kaktus, Schleim spawnt dann hier und reibt sich da dran dann auf. Und da haben wir hier schon jede Menge Schleimbälle. Und da drüben in der Kiste, da ist auch noch mein Müll. Ich hoffe, dass die jetzt noch nicht voll ist. Hier ist es noch Platz und ein bisschen was ist hier auch gespawnt. Okay, gut. Also das hier hinten, das muss ich mir nochmal überlegen. Da habe ich ja jetzt meine Bibliothek fürs Erste, aber das, nee, das geht ja gar nicht. Ich darf mich ja hier unten nicht aufhalten. Das muss ich mir noch überlegen. Also ich muss wirklich ganz woanders hin. Und vor allen Dingen Brommi, der hat ja da oben angefangen zu arbeiten. Gehen wir mal ganz kurz hin. Da sitzt der ja immer noch. Das ist mein Schaf in Ruhe. Genau, Brommi hat ja hier angefangen, so wie sein Robodrom zu bauen, hat er es genannt. Er wollte sich das hier irgendwie gemütlich machen, aber das ist natürlich ungünstig, nicht wahr? Wenn er jetzt hier die ganze Zeit am Bauen ist und Sachen macht und außerdem spawnt hier natürlich auch alles unten oben drunter, sogar tagsüber wahrscheinlich. Deswegen habe ich hier schon ein paar Fackeln hingestellt. Ja, lieber nicht Brommi, schlechter Bauplatz. Und was ist hier schon wieder? Irgendwas explodiert und wie sieht es oben aus? Naja, wir reparieren so langsam die Schäden. Und was ist mit Liriax im Haus? Ich glaube, er macht das absichtlich. Oder? Also ich meine, hä? Das geht doch so nicht. Ja, das sollen wir von oben machen. Gibt kein oben. Verdammt. Doch hier. Zack, weg damit. Mein Inventar voll? Verdammt. Ist mein Inventar immer noch voll? Mein ganzen Zeugs hier mal wegschmeißen. So ist, glaube ich, gut. Jups. So, nochmal kurz vergleichen. Ja. Achso, das könnte ich auch mit Hackbällchen machen. Dann behalten wir die Scheiben. Also wenigstens die Seite, die ich sehe. Ja, was da drüben Richtung Wald ist, ist mir erstmal egal. Vielleicht merkt das ja selber. Hat er noch irgendwo Diorit oder Gas? Ein bisschen. Ah ne, Quatsch, Gas brauchen wir nicht. Diorit brauchen wir. Da habe ich ja jetzt zwei verbraucht. Oh, der hat hier nichts rumliegen, verdammt. Wie viel brauchen wir? 1, 2, 3, 4 Stück. Ja, Da hinten liegt was rum. Okay, ich glaube, so können wir das nehmen. Fürs Erste, zumindest. Ja. Ah ja, und Nick, der baut hier unten sein Haus aus Quarz und Glas. Auch interessant, ja. Man muss ja durch das Feld hier durch, um hier reinzukommen. Quarz, finde ich, sieht schon deutlich besser aus. So, irgendwie sind die Kontraste nicht so stark. Ja, es sieht nach einer netten Wand aus. Und er baut hier unten sein Zuckerrohr an. Und ich glaube, höher wird es nicht. Ne? Es braucht Luft oben drüber. Also der wird hier nicht mehr als so bekommen. Ja, jeder macht so seins. Ne? Ich meine, eigentlich, naja, schon okay. Irgendwann werden wir eine große, große Farm für alles haben. Und erstmal versucht es, sie da irgendwie so für sich gemütlich zu machen. Mal gucken, wie es bei Peter aussieht. Hier oben im Dachboden sein Häuschen eingerichtet. Das sieht echt gut aus. Hier so ein kleiner Essplatz finde ich auch super. Toilette hat er vergessen. Hallo. Da ist so sein Arbeitsbereich. Und hier unten hat er so seine bunten Schafe, Kühe und alles. Ich weiß nicht, ob die lieber Tageslicht hätten. Und offenbar brauchen die keinen Platz, wie es aussieht. Also hier wachsen die drei hoch, okay. Och, wenn gerade keiner da ist, dann mache ich das mal. Und was ist hier? Hier stapeln sich die Eier, ja, oh mein Gott. So viel Kuchen kann ja keiner essen, da wird man ja dick bei. Geht doch so nicht. Ja, passen wir hier nicht mehr durch die Tür, dann muss man alles umbauen und eine 3x3-Tür machen oder so. Naja, er wird schon wissen, was er macht. Oh, ich nehme mal noch Kürbis mit. Naja, damit ist die Folge für heute schon wieder rum. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr ein Like oder einen Kommentar da lasst. Und dann bis zum nächsten Mal.